generell die letzten Tage, Kuss geht raus, wirklich. Vielen, vielen, vielen lieben Dank an euch alle. Auch an die Leute, die einfach hier am Start sind und zugucken. Kuss. Wollte schon mal gesagt haben. So, let's go! Deutsche Memes. You look Exe. Let's go. Dieses Video soll jemand verletzen und die nicht zur Unterhaltung. Alles klar. Danke für über 2000 Kommentare, ihr seid zu krass. Schaffen wir es nochmal über 2000 Kommentare? Der Algorithmus würde sich sehr freuen. Let's go. Safe, safe. Guck mal, die haben jetzt schon 900 und das Video ist, keine Ahnung, 4 Stunden draußen. Bevor das Video startet, gibt es nochmal ein bisschen Eigenwerbung für meinen Shop, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Aktuell bei mir im Shop zu jeder Bestellung eine handsignierte Autogrammkarte. 5 verschiedene Motive gibt es. So sehen die aus. Ich zeig euch mal alle 5 Stück. Bro, was soll das denn, Digga? Und falls ihr noch Weihnachtsgeschenke sucht für euch, für eure Freunde, für Familie, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Shop montanablack.de auschecken würdet, wie gesagt. Richtig. Aber der Typ macht das smart, ne? Der macht das smart. Kuss geht raus, Video, ab dafür. Natürlich, wir sind noch jung. Was? Ich hab's nicht gesehen. Natürlich. Wenn man seinen Opa fragt, ob er mit dem Smartphone klarkommt. Wir sind noch jung. Bro, ich bin echt gut, ich sollte immer mit Autotune spielen. Kevin steht mit Autotune. Qualität 1A, was ist das? Hä? Worauf hat er da gerade ein Ei gelegt? Also, worauf hat er da gerade Spiegelei? Worauf macht er gerade Spiegelei? Mutter, geh doch raus mit dem Nachbarskind spielen. Das Nachbarskind, oh nein. Alles echt, alles real. Naja, kennt ihr eigentlich schon Displays? Stabile Werbung, Bro. Kennt ihr eigentlich schon Displays? Leute, hochwertige Metalldruckbilder, die mit Magneten an eurer Wand halten. Schaut mal, wie einfach es geht. Ich kann es mit einer Hand. Okay. Hello. Tumanga, Unge so reingeschissen. Unge wurde danach erstmal gekickt. Kapi. Kokosaga. Ist gekauft, danke Unge. Ja, so macht man's. Wenn meine Mutter mir versucht zu erklären, was Zimmer aufräumen bedeutet. Tumanga nö. Tumanga nö. Tumanga nö. Ey, ich sag euch ehrlich, ne? Das war auch eine meiner Lieblingsfolgen. Gerade wo die irgendwas, ich glaube, die haben irgendwo auch in der Folge was gegessen und immer so Salz drauf gemacht. Ich weiß nicht genau, welche Folge das war. Ich glaube, das war auch hier. Die haben irgendwas gegessen und immer Salz drauf gemacht. Oh, Banga, nö. Achso, was ist dein Problem? Wenn man schlafen will und irgendeiner dich bei WhatsApp mit Sticker voll spammt. Aufpassen, wallahi, aufpassen. Du. Ausgangssperre um 21 Uhr. Ich 20:09. Fun Fact: Umso größer der von einem Jungen, umso langsamer läuft er. Ach, Digga. Da war ich halt. Weiß ich nicht. Hast du Lust, dich zu treffen? Wenn ich mir einen Vornamen aussuchen hätte können, wie würde ich dann heißen? Kevin. Leichte Beute sind wir auf unserem Weg für den. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Und ich bin's Kevin. Und heute pranken wir euch wieder. Was ist das für Schule? Warte, was? Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin und ich bin's Kelvin und heute pranken wir euch wieder. Digga, es könnten halt wirklich die zwei sein. Hat auch voll von der Stimmlage her, ne? Das passt insane, Alter. What the fuck? Ich bin's Marvin und ich bin's Kelvin und heute pranken wir euch wieder. Imagine, die zwei sind jetzt auf den Malediven einfach. Mich jetzt Schule ausgeben einfach? Der, komm. Das ist wieder ich so meine, ich brauch nicht ist ja wieder einfach schade. Dann was zu tun. Heute ist ein guter Tag. Was meine Mutter hört, wenn ich um 3 Uhr nachts FIFA zocke? Der blöde Blüh, Mr. Krabs! Schniss in die Pisse, die Schnapsmann, Brieftasche! Kriege die Ticket verschwenden, gaga da gugi du gugu Geld! Zacke, packe, hacke, zacke, Mr. Krabs, Geld!
Wenn ich mein Handy innerhalb von 2 Sekunden nicht in meiner Hosentasche finde. Boah, das ist schlimm. Leute, das ist wirklich tragisch. Real Talk. Wenn man das Handy nicht findet, ich mache aber nicht den hier, sondern erstmal kennt ihr das hier so oben, dieser Gaumen, ich weiß nicht, was hier oben passiert. Irgendwas passiert hier oben. Dein Herz rutscht dir komplett in die Hose, Digga. Du denkst so, fuck, wo ist mein Handy, Digga? Herzinfarkt, halber Herzinfarkt direkt. Instant. Ja. Diese eine Mücke um 3 Uhr nachts in meinem Zimmer. Ja, okay, Revi! Digga, das ist so ein Autist, der Junge, ne? Digga, ist doch gut, Bro. Wie viel Luft hat er denn? Chill, Bro. Oh, diese Ruhe, Alter. Ey, wirklich. Ey, und nachts ist schon mein Kumpel in der PS4-Party. Alles ist voll, das Stream Deck ist voll, das Keyboard ist voll, die Tastatur ist voll, das Mauspad ist voll. Ist halt auch nicht so geil. Bro, what the f***? Das meiste Geld ist für Alkohol. Gebe ich offen zu. Ich, wenn ich aus Versehen die Kamera im Online-Unterricht angemacht habe. Ich komme von der Straße. Als ich mit 8 Jahren Center Shocks geklaut habe. Ich lebe irgendwie auf der Straße und mich kriegt man noch nicht von der Straße. Dran? Hallo? Ich habe nicht mal, ich habe wirklich noch nie was in meinem Leben geklaut. Das kann ich stolz sagen. So, Freund, wie heißt du? Patrick. Und trollst dich hier die ganze Zeit. Kuss, pass mal danke, auf, Patrick. Bro. Wo ist die Mama? Vielen lieben Dank, Mann, wirklich. In der Arbeit. So, und wo ist der Papa? Arbeit. So, und wo ist deine Schwester? Oh, gut. Gehen wir mal hier weiter. Ja, da. Oh. Bibis Sohn hat sich voll verändert. Stimmt, der ist jetzt voll groß geworden, ne? Get the fuck out of my room! Bro, what? Die Menschen einfach. Get the fuck out of my room and play Minecraft! Ja. Bro, was macht denn. Was macht. Digga, was macht Papa Platte da, Bro? Digga, auf einmal die Energy so von 20 auf wieder 150. Boah, Digga! Oh mein Gott. Ich sag euch ehrlich, genau aus dem Grund habe ich Angst davor, einfach einen Schlafstream zu machen. Ich weiß nicht, was ich nachts mache. Ich müsste das mal selber nachts aufnehmen, um zu gucken, was da passiert. Und dann abchecken erstmal. Digga, wenn ich Busfahrer wäre, würde ich den ganzen Tag nur Bus fahren. Wenn du da durchguckst, siehst du das? Ja. Schade, dass wir da nicht hin können. Das ist ein Highlight, ne? Ja, da wäre ich gerne reingegangen. Mein bester Freund und ich, wenn wir unseren Lieblingsclub. Wenn wir vor unserem Lieblingsclub stehen. Wir hätten uns wieder die Beine gebrochen. Na, aber kein Bier trinken und Auto fahren. Alkoholfrei, ich bin doch nicht doof. Gut, alles klar, wunderbar, so wollte ich dich sehen. Ich mit 7, wie ich mein Geburtstagsgeld gezählt habe. Ja, jetzt sag euch ehrlich, das war schon ein anderer Film, ne? Das war schon ein anderer Film. Wirklich früher, man hat so 20, 30 Euro bekommen. Und man hat sich so krass rich gefühlt als Kind. Das war so ein geiles Gefühl, wirklich. Weil man wusste, diese 20, 30 Euro, das kannst du wirklich nur, da ist keine Miete, keine Steuern, nicht sogar, so einfach nur für dich. Die sind wirklich nur für dein Spielzeug. Nur so das, was du wirklich haben willst. So Spielzeug einfach so. Das ist einfach nur, so einfach das, worauf du Bock hast. Du holst dir Spielzeug damit. Das ist wirklich geisteskrank. Das war immer King. Man hat sich wie Pablo Escobar gefühlt. True. $4,000!
Dann komm, ja, ist echt so. Dann kommen die Eltern. Komm her, gib, ich tu das in eine Spardose für dich. Hier, denkt ihr, ich hab das Geld jemals gesehen wieder in meinem Leben. Sag mal ehrlich. Liege Taste drücken. Wo ist die Denkt ihr, ich hab das Geld jemals wieder gesehen. Ich seh nur echt. Ich spare das für dich. Ich leg das auf Seite für dich. Für deinen Führerschein später. Ja, ja, mein Führerschein. Bin 20 Jahre alt, ich hab noch immer keinen Führerschein. Bitte. Die Taste. Lehrer in deutschen Schulen. Wie viele Stunden hat ein Tag in Amerika? Hä, wie viele Stunden hat ein Tag in Amerika? Ja, Bro, wie überall. Denk mal so 30. Na. Mein Kloner, mein kleiner Cousin, wenn ich sage, er soll aufhören zu nerven. Mo. So true. Wenn man barfuß an Legosteinen vorbei muss. Eieiei. Leute fühlen, es ist so true, wie sich Leute fühlen, die ihre Lesebestätigung auf WhatsApp aushaben. Digga, es ist so true, ne? Eigentlich schon, ne? Real Talk, ja. Schade, ihr habt das ganze Lied kaputt gemacht. Pap, 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 pap